Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auf den 70. Jahrestag der Gründung dieses Landes ist ja jetzt schon mehrfach hingewiesen worden. Und dieser Jahrestag hat uns ja auch tatsächlich mit einem wahren Schatz an Zitaten versorgt. Und ich zitiere gerne noch einmal, weil es mir sehr gut gefallen hat. Nordrhein-Westfalen ist ein starkes, kräftiges Bundesland. Dem Land ist es gelungen, aus dem, was früher einmal das Grubengold war, eine wissensbasierte Landschaft aufzubauen. Nordrhein-Westfalen ist eine große Einheit mit Vielfalt, gewohnt Menschen, die in das Land kommen, zu integrieren. Auch da hat es Großartiges geleistet. Weil es Zuwanderung als Bereicherung empfindet, ist es ein Beispiel für viele andere Regionen der Bundesrepublik. Ja, das hat sie sehr gut gesagt, die Kanzlerin. Aber trotzdem reicht es nur für Platz zwei bei der ultimativen Lobhudelei für Nordrhein-Westfalen. Denn es gibt einen, der kann das noch besser. Ich zitiere vom Fraktionsfest der CDU-Landtagsfraktion aus der letzten Woche. Wenn der Himmel einst eine Exkursion auf Erden plant, werde ich mich als Fremdenführer anbieten und die Leute nach NRW führen. Ja, das ist doch mal eine Ansage, Herr Kollege Laschet. Und weil der Norbert Blüm das so schön gesagt hat und er seine NRW-Führung ja durch Kirchen und Kneipen machen will, darum laden wir Grüne den Norbert Blüm auf ein kühles Stauder ein. Und dann trinken wir auf ein paradiesisches NRW, Herr lieber Norbert Blüm, und das nicht erst im Himmel, lieber schon auf Erden. Und natürlich trinken wir auch auf Armin Laschet und die NRW-CDU, damit auch bei ihm von dem NRW-Lob mal was vorkommt und nicht nur dieser Sound von Abbruchkante NRW oder Only Bad News are Good News. Wissen Sie, Herr Laschet, Sie haben vorhin fast eine Dreiviertelstunde lang dieses Land schlecht geredet. Sie haben in dieser Dreiviertelstunde nicht einen einzigen Vorschlag zur Verbesserung oder auch nur zur Gestaltung auf den Tisch gelegt. Das ist die Bilanz von 45 Minuten Haushaltsrede. Und ich stelle Ihnen, und ich möchte Ihnen gerne ein Angebot machen am heutigen Tag. Herr Lindner ist ja damit auch schon um die Ecke gekommen. Ich biete Ihnen eine Wette an. Ich wette, Herr Kollege Laschet, dass Sie nicht das Kreuz haben werden, in das Landtagswahlprogramm der CDU die Wiedereinführung der Studiengebühren hereinzuschreiben. Und diesen Hang, ja, Sie müssen sich schon entscheiden, Sie können uns nicht 400 Millionen vorhalten und dann nicht den Charakter haben, das ins Programm zu schreiben. Alles klar? Und dieser Hang, nur über die Negativrankings zu reden und nicht über die guten Seiten, zum Beispiel über NRW als Zukunftsregion Nummer 1 in Europa, das wäre mal ein Beitrag gegen die Populisten, die das Land kaputt reden, wenn sie von NRW als Land des Zerfalls und der Verwesung sprechen. Sagen Sie doch mal ganz offen, was Sie, Herr Laschet, an diesem Land lieben, was die guten Seiten dieses Landes sind. Lassen Sie das nicht den Norbert Blüm und die Kanzlerin tun. Damit würden Sie ein gutes Zeichen gegen diesen Tenor der Populisten setzen für ein positives Nordrhein-Westfalen. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben allen Grund zu fragen, was statt der Botschaft des Zusammenhalts heute bei vielen Menschen ankommt. Was hat denn den demokratischen Diskurs so sehr in die Defensive getrieben, dass viele sich abwenden? Da gibt es grundsätzliche Fragen, zum Beispiel die nach dem merkwürdigen Widerspruch in der Wahrnehmung. Wie kann es denn passieren, dass dort, wo es kaum Flüchtlinge gibt, wie zum Beispiel in Dresden oder in Mecklenburg-Vorpommern, der Hass am stärksten ist? Und hier bei uns, wo Ihr Anteil deutlich höher ist, der Hass zum Glück deutlich geringer ist? Da sind in Deutschland offensichtlich diffuse Ängste unterwegs, die sich ein Ventil suchen. Aber wo kommen diese Ängste her und was können wir tun, um sie abzubauen? Wir haben gestern über den Integrationsplan geredet, der eine gute und notwendige Antwort ist. Wir gehen mit einem politischen Querschnittsansatz voran. Wir haben Dutzende Einzelmaßnahmen zu einem stimmigen Gesamtkonzept verwoben. Und wir haben es auch ausfinanziert. Deswegen ist der Haushalt 2017 auch ein Meilenstein für die Integration. Solche konkreten Antworten tun heute Not.
wenn wir Ängste abbauen wollen. Aber wir müssen auch darüber reden, wie wir über die Flüchtlingspolitik reden. Denn auch hier liegt ein Riesenproblem. Oder sollen wir so reden wie die Unionsbrüder und Schwestern in jenem südlichen Bundesland, in dem angeblich alles besser sein soll? So wie die CSU, die jede Woche und jeden Tag noch eine Schippe drauflegt, damit das Angstthema Flüchtlinge nur ja nicht aus den Medien kommt? Der Seehofer CSU ist es doch schnurz, egal was mit dem Rest der Republik geschieht. Und auf den Skalp der gemeinsamen Unionskanzlerin wird doch schon seit Wochen Jagd gemacht, weil Sie in Bayern die AfD beerben wollen, weil Sie glauben, die 10% einsammeln können, wenn Sie sich da mal nicht verrechnen und dem Original erst recht noch in die Hände spielen. Wenn ich Mitglied der CDU wäre, würde ich über eine solche Schwesterpartei schier verzweifeln. Eine Regionalpartei, der es gelingt, den Absturz der großen Volkspartei CDU in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern zu verursachen. Einer CDU, hätten Sie ja machen können, einer CDU, die jetzt an diesem Wochenende in Berlin darum kämpfen muss, irgendwie noch auf Platz 3 zu kommen, ja nicht auf Platz 5, Herr Kollege Laschet, hinter den Populisten. Das zeigt doch Armin Laschet. Ihr Hauptgegner sitzt nicht in diesem Raum. Er steht auch nicht im eigenen, sondern in einem anderen, weit südlicheren Bundesland. Er heißt übrigens auch nicht Christian Lindner von der FDP. Obwohl der beim NRW-Wahlkampf ja so viele Stimmen von der CDU ziehen möchte, wie es nur geht. Und dafür macht er auch ein bisschen auf CSU leid. Mit dem Schmierenkomödie vom Integrationsplan gestern oder mit den Seehofer-Parolen vom Umsteuern und von Obergrenzen in der Flüchtlingspolitik. Da komme ich jetzt drauf. Herr Kollege Lindner, ich würde das nie tun, aber offensichtlich gibt es in Ihrer Partei hier in Nordrhein-Westfalen gewichtige Kräfte, denen das noch nicht weit genug geht, die wirklich und nicht nur als Agenturabbild nach rechts wollen in dieser Republik. Und ich bin froh, dass dieser Mann offensichtlich einem Abstieg in der Liste mit einem lauten Ausstieg zuvorgekommen ist. CSU leid, das ist doch keine Politik für ein liberales Bürgertum in Nordrhein-Westfalen, sondern das ist Abschreckung für diese Wählerschicht, wenn Sie sich mal damit, Herr Lindner, nicht die Finger verbrennen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns in NRW. Sehr kollegial, Herr Lindner. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns in NRW doch etwas klüger sein. Lassen Sie uns im Kampf gegen den Populismus doch zusammenstehen. Statt einen schlechten Wahlkampfmodus brauchen wir einen guten gemeinsamen Politikmodus für Demokratie und Integration, für eine humane Politik. Und lassen Sie uns gemeinsam sagen, ja, wir schaffen das. Das wäre eine souveräne Ansage, gerade vor einer so wichtigen Landtagswahl, wie sie im nächsten Jahr vorbesteht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben im Haushaltsentwurf 2017 Mittel für unseren Integrationsplan bereitgestellt und für weitere aktuelle Maßnahmen. Allein die Kosten der Unterkunft und Versorgung der Flüchtlinge macht einen Umfang von 4 Milliarden Euro aus, wovon der Bund gerade mal ein Viertel bereit ist zu tragen. Und dennoch bleibt Nordrhein-Westfalen auf Konsolidierungskurs. Wir senken die Neuverschuldung aus dem Jahr 2010 von 6,6 Milliarden Euro auf jetzt nur noch 1,6 Milliarden Euro. Wir haben also gegenüber Schwarz-Gelb 5 Milliarden Euro oder 75% der Neuverschuldung abgebaut. Und wenn Sie von der Opposition glauben, sich jetzt als Sparkommissare aufführen zu können, dann möchte ich Ihnen zwei nackte Zahlen Ihrer Abbaubilanz vor Augen halten. Sie sind 2005 mit einer Neuverschuldung von 6,6 Milliarden Euro gestartet, um nach 5 Jahren, oh welch Wunder, bei genau diesen 6,6 Milliarden Euro wieder zu landen. Da kann man die Zahlen drehen und wenden, wie man will. Ihr Neuschuldenabbau bleibt gleich null. Sie sind eine Null in der Abbaubilanz. Und wir werden dagegen mit unserem Kurs auch die gesetzliche Schuldenbremse erreichen und 2020 dann anfangen, planmäßig die Schulden wieder abzubauen. Und das tun wir nicht nur, weil es im Grundgesetz steht,
sondern weil wir den nachfolgenden Generationen eine bessere Welt hinterlassen wollen und eben keine zusätzliche finanzpolitische Bürde. Und unsere Haushaltspolitik ist auch Konsequenz. Aber eins will ich Ihnen aussagen: Einsparen darf nicht zum Kaputtsparen führen. Und Beispiele aus der schwarz-gelben Haushaltspolitik zeigen, wer blind spart und bloß aktionistisch, der zerstört die eigene Zukunftsfähigkeit. Und das fängt an in den Städten und Kommunen, deren Finanzierung Schwarz-Gelb ja ständig heruntergefahren hat. Deshalb hat zum Beispiel das Verfassungsgericht sie mehrfach zur Ordnung gerufen. Schwarz-Gelb als Krimi, das war the great robbery, der große Raubzug durch die kommunalen Kassen. Erst Rot-Grün hat mit einem umfassenden Paket den Städten und Gemeinden wieder Luft zum Atmen verschafft. Wir haben die GfG-Zuwendung deutlich erhöht, bekamen die Kommunen 2010 noch 7,6 Milliarden Euro, so sind es 2016 über 10,5 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung um fast 39%. Dies liegt neben konjunkturellen Effekten vor allem daran, dass wir beispielsweise die Kommunen wieder an der Grunderwerbsteuer allein mit 400 Millionen Euro in 2017 beteiligt haben. Der Stärkungspakt umfasst knapp 6 Milliarden Euro, von denen das Land 3,6 Milliarden Euro trägt. Hinzu kommen jeweils dreistellige Millionenbeträge bei der Kita-Finanzierung oder bei der Finanzierung der Deutschen Einheit. Ja, und es bleibt noch viel zu tun. Doch die allermeisten Kommunen sind dank dieses Paketes wieder aus dem Nothaushalt herausgekommen mit gestärkter kommunaler Handlungssouveränität. Das Traurige dabei ist, der Bund schaut nach wie vor bloß zu und lässt die Kommunen weiterhin im Stich. Es ist doch abenteuerlich, wenn angeblich 15 Milliarden Euro im Bundeshaushalt übrig sind, während viele Kommunen noch unter Schulden ächzen und viele Schulen, Straßen und Brücken trotz massiver Anstrengungen noch zu sanieren sind und das ÖPNV-Angebot immer noch Lücken hat. Vom Bund kommt keine Zukunftspolitik, sondern bloß eine Anbetung der abstrakten schwarzen Null. Und das jetzt in einer Zeit, in der wir einen so großen investiven Bedarf haben, in der wir die Infrastruktur dringend fit machen müssen, einer Zeit mit niedrigen Zinsen, wo für kluge und gezielte Ausgaben doch große Zukunftsdividenden winken. Aber der Bund macht sich einen ebenso schlanken Fuß wie der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, der NRW schlecht füttert, weil er auf der A1 nicht fahren kann. Lieber Armin Laschet, wissen Sie eigentlich, warum Autobahnen bei uns Bundesautobahnen heißen? Weil wo Bund draufsteht, auch immer Bundesverantwortung drin ist. Und das sollte auch bei CDU-Bundesvorstandsmitgliedern so sein. Wir, die rot-grüne Landesregierung, gehen unseren Möglichkeiten jedenfalls den Weg jetzt der dringend notwendigen Investitionen. Mit dem 2 Milliarden Investitionsprogramm stärken wir die Kommunen, um die Schulen wieder fit zu machen für die Zukunft. Ab 2017 werden wir jedes Jahr 500 Millionen Euro investieren für die Renovierung von Gebäuden, von Schulen und Klassenzimmern, für das Flottmachen von Sporthallen und Turnhallen, für den digitalen Aufbruch 4.0 in der Schule. Und Sie, Armin Laschet, könnten mit Ihrer Bundesverantwortung doch helfen, dass auch der Bund das Seine tut bei den dringend anstehenden Investitionen, statt sich den Daumen wund zu twittern über NRW als Land am Abgrund. Die Menschen, tue ich die ganze Zeit, Herr Kollege, die Menschen in NRW werden zu einem solchen Aufbruch, der jetzt nötig ist, dass Ihre beitragen, mit all Ihrem Fleiß, der den Erfolg der Bundesrepublik Deutschland erst möglich gemacht hat, mit Ihrem Lebensmut und mit Ihrer Solidarität. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Koalition hat sich klar bekannt. Wir wollen Zukunft sichern. Und das meint vor allem Investitionen in Kinder, Bildung und Betreuung. In diesem Bereich haben wir seit 2010 rund 170 Milliarden Euro investiert, mehr als jeden dritten Euro im Haushalt. Wir haben die Studiengebühren abgeschafft, weil freier Zugang zu Bildung faire Zukunftschancen meint. Und wir haben die Hochschulfinanzierung auf solide Füße gestellt. Und es gab eine beispiellose, Sie haben ja vorhin Herrn Römer kritisiert, wir würden nicht über Kinder reden, es gab eine beispiellose Aufholjagd bei den Kitas und seit 2010 konnten knapp 89.000 zusätzliche U3-Kinder betreut werden. Deswegen stehen im Jahr 2017 fast 170.000 U3-Plätze bereit, ein Aufwuchs der Plätze um 80.000 oder 90%. Das ist die Leistung von Nordrhein-Westfalen. Applaus
Und dies ist das Ergebnis eines gemeinsamen Kraftakts des Landes und aller am U3-Ausbau Beteiligten, den Jugendämtern, den Jugendhilfeausschüssen, den Trägern und auch, und das muss man ganz besonders betonen, den Erzieherinnen und Erziehern mit ihrem hohen Einsatz in jeweiligen Einrichtungen. Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde so deutlich verbessert und die frühe Bildung von Kindern deutlich gestärkt. Sie sehen, der Unterschied der Ansätze ist riesengroß. Blind und erfolglos sparen auf der einen Seite, ohne Zukunftsplan, das ist schwarz-gelbe Vergangenheit. Nachhaltig konsolidieren mit Blick auf Gerechtigkeit und die Zukunft der Kinder, das ist rot-grüne Haushaltspolitik. Und wissen Sie, Herr Laschet, was ich schon fast infam war, war Ihr Beitrag zur Herleitung der Kinderarmut. Wer die Landespolitik einfach in Mithaftung nimmt, wie sie es getan hat, dafür, dass der Bund bei Hartz-IV-Familien so gut wie gar nichts tut, der jetzt für Kinder hier gerade einmal 2 Euro monatlichen Aufwuchs verkündet, wer hier das Land angeht für Kinderarmut, der ist in seiner Kritik so zielgenau wie Sie, Herr Kollege, bei den Bundesautobahnen, wenn Sie twittern. Ja, wir haben Kinderarmut in Nordrhein-Westfalen, in manchen Regionen 20% und mehr. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Mich haben Sie ja persönlich angesprochen. Mich schmerzt das von ganzem Herzen. Aber genauso schmerzt es mich, wenn Reichtum immer mehr nach oben abwandert und unten nichts mehr ankommt. Mich schmerzt, dass für viele Menschen die Zukunft verloren geht und das Leben sich als nur noch Abplackern abspielt, schuften bis zur Armutsgrenze. Das ist inzwischen die Perspektive von vielen Menschen in Deutschland, von Usedom bis zum Alpenland. Und dem müssen wir in die Augen sehen, auch wenn wir über die Erfolge von Populisten reden. Wer Populismus kritisiert, aber von Armut schweigt, der hat wenig begriffen, Herr Kollege. Und weil Sie sich über die Programme lustig gemacht haben, wir als Regierungskoalition tun das, was wir können, mit langfristigen und nachhaltigen Konzepten in Bildung und Betreuung. Konzepte, die eben 10 oder 20 Jahre dauern, ebenso lange, bis ein Kind groß geworden ist. Ich frage mich aber, wo bleibt denn der Ruck auf Bundesebene, im Land, das die größte Verteilungsungerechtigkeit in der westlichen Welt neben den USA hat? Hier hat Berlin auf ganzer Ebene versagt. Diese 2 Euro bei Hartz IV sind doch lächerlich, Herr Kollege. Und unser Ansatz, Sie können ja gleich noch sprechen, und unser Ansatz, kein Kind zurücklassen, wird besonders deutlich in der Schulpolitik. Das Ausgabevolumen 2017 des Schulministeriums beträgt rund 17,8 Milliarden Euro. Ein weiterer Aufwuchs um 500 Millionen Euro oder 3% gegen das Jahr 2016. Damit setzen wir, und das haben manche in der CDU offensichtlich vergessen, den Schulkonsens weiter um und bauen den Ganztag bedarfsgerecht aus. Wir haben unter anderem 900 Stellen zusätzlich geschaffen, um den Inklusionsprozess eng zu begleiten. Auf dem Weg zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention steuern wir, wie versprochen, noch einmal nach. Und das gilt auch für die Beschulung der Flüchtlingskinder, wo wir mehr als 6.000 Stellen, und es kommen weitere hinzu, zusätzlich bereitgestellt haben. Stellen, der Kollege Römer hat es gesagt, Stellen, die allen Kindern in Nordrhein-Westfalen zugutekommen. Wir schaffen zudem 2.400 zusätzliche Sprachfördergruppen, also insgesamt 10.000 in Nordrhein-Westfalen und 17.500 Plätze für Flüchtlingskinder in den offenen Ganztagsschulen. Dieser Aufwuchs, meine Damen und Herren, ist wirklich eindrucksvoll. Wer stattdessen einer Opposition glaubt, die in ihrer Regierungszeit Bildung sehr klein geschrieben hat und die jetzt mit Blick auf den Wahltermin mehr und alles verspricht, ohne seriöse Finanzierung, wer das glaubt, was da gesagt wird, der muss schon sehr stark glauben wollen und wenig wissen wollen von den Fakten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nachhaltige Schul- und Bildungspolitik braucht kein Rumtaktieren, Besonnenheit statt Hektik und kein Populismus zulasten der Schülerinnen und Schüler, auch nicht bei G8, Herr Kollege Kaiser, wo wir den Dialog mit den Beteiligten ganz besonders suchen. Ja, Besonnenheit. Denn letztlich geht es, und jetzt sollten Sie aufpassen, denn letztlich geht es darum, dass jedes Kind den Schulabschluss erreicht, der für das Kind bestmöglich ist. Das neue Paradigma heißt doch vom Kind her denken und nicht von den Strukturen. Das muss doch der Ausgangspolitik, das Bestmögliche für die Kinder zu erreichen.
und weil Sie eben so getan haben, dass, als wenn das Chaos jetzt an den Schulen ausgebrochen ist. Ich habe ja Ihre Pressemitteilung gelesen. Ich lese mal von Harald Willert eine Stellungnahme, die heute, ich glaube, das ist Kölner Stadtanzeige, erschienen ist. Auf die Frage, welches G9-Modell könnten Sie sich denn vorstellen? Antwortet Herr Willert, das ist immerhin Verband der Schulleiter. Ich würde mir eine Individualisierung wünschen, also die Möglichkeit für die Schulen, einen schnelleren und einen langsameren Weg anzubieten. Die Möglichkeit gab es auch früher schon für Schüler. Da gab es am Gymnasium Schlüsselstellen, wo etwas gut machbar ist. Wir reden die ganze Zeit von der Struktur. Wir müssen uns auch aber ernsthaft fragen, was unseren Kindern bei den Schulsystemen, was wir zurzeit haben, hilft. Und das sind auch inhaltlich didaktische Fragen. Das ist genau das, was unsere Spitzenkandidatin hier vorgetragen hat. Und ich möchte Ihnen ein zweites Zitat dieser fachlichen Expertise nicht vorenthalten. Auf die Frage, es heißt immer, die Rückkehr zu G9 bringe Unruhe in die Schulen, antwortet er, im 7- bis 10-Jahres-Rhythmus gibt es neue Curricula. Das kommt immer wieder. Mit oder ohne neue Schulstruktur. Wenn man das also parallel legte und die neue Struktur sukzessive einführten, dann wäre so eine Veränderung ohne weiteres und ohne große Unruhe machbar. Allerdings nicht, wenn alle total durchdrehen und die verlängerte Schulzeit am liebsten schon gestern hätten. Genau das Schauspiel haben Sie gestern inszeniert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus diesem Paradigma ergeben sich die Kriterien und nicht aus abstrakten und unproduktiven Strukturdebatten. Jedes Kind braucht seine Zeit, wie Sylvia Lörmann es formuliert hat. Hier liegt der zentrale Inhalt für unsere Debatte, und bei der Form sollten wir fragen, ob wir Entscheidungen hier einsam und allein in Düsseldorf treffen wollen oder wieder allen alles vorschreiben wollen, was sie zu tun haben, sehr wichtig für eine liberale Partei, oder ob wir den Dialog mit allen Beteiligten suchen. Wir werden jedenfalls den Weg des Dialogs gehen, und glauben Sie mir, am Ende des Tages wissen die Beteiligten das mehr zu schätzen als alle Wanderungen und Wendungen und wahltaktischen Spielchen. Ich möchte einen Punkt aus der Rede von Herrn Lindner anführen, als es um Frauenförderung ging. Ich sage Ihnen, uns ist dieses Thema sehr wichtig und wir gucken mit großem Interesse auf das, was jetzt vor den Gerichten entschieden wird. Aber politisch kann ich Ihnen sagen, Herr Professor Papier, nun wirklich einer der profiliertesten Verfassungsrechtler, der das Land bei diesem Thema beraten hat, hat gesagt, es gibt nicht nur den Gleichbehandlungsgrundsatz bei der Frage der Einstellung, und das hat das Innenministerium weit ausgeführt und die Landesregierung auch, sondern es gibt auch die Gleichberechtigung der Geschlechter. Und deswegen haben wir ein Gesetz vorgelegt, das sicherstellen soll, dass Frauen eben auch in Führungspositionen kommen sollen. Und zu diesem Grundsatz stehen wir uneingeschränkt, Herr Kollege. Und ich sage Ihnen auch, wir werden alles tun, dass diese Frauenförderung auch sich in Zahlen niederschlägt und nicht nur in Sonntagsreden. Ja, uns ist bewusst, dass in den Spitzenpositionen der öffentlichen Hand weniger Frauen sitzen als Männer. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das wollen wir jetzt auch ändern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Flüchtlingsaufnahme und die Arbeitsmigration hat uns zwar große Aufgaben gestellt, auch bei der Gesundheitsversorgung. Auch hier handeln wir konsequent, unterstützen die Kommunen bei der gesundheitlichen Versorgung, unter anderem mit der Gesundheitskarte und bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die zum 1. Juli 2012 eingeführte Altenpflegeumlage, die eine bundesweit einmalige Erfolgsgeschichte ist. Die Ausbildungszahlen haben sich in der Altenpflegeausbildung seit 2010 daher verdoppelt und auch die Kosten für die Ausbildung von 32 auf fast 64 Millionen Euro. Wir übernehmen zudem Verantwortung für die Krankenhäuser. Nachdem wir bereits 2016 die pauschalen Finanzmittel für die notwendigen Investitionen der Krankenhäuser um erstmals 24 Millionen Euro erhöht haben, kommt 2017 eine weitere Erhöhung von 16 Millionen Euro hinzu, auf dann insgesamt 530 Millionen Euro. Das sind auch angesichts des Drucks der Schuldenbremse hohe, aber eminent wichtige Fördersummen. Wir werden schließlich altersgerechte Quartiere stärker erlebbar gestalten. Damit treffen wir Vorsorge gegen Isolation und Teilhabearmut von älteren Menschen
und unterstützen die Kommunen bei ihrem weiteren wichtigen Wandel hin zur altersgerechten und demografiefesten Stadt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte an dieser Stelle auf ein Ministerium zu sprechen kommen, das, ja, wenn man den Worten der Opposition glauben darf, besonders einflussreich ist. Mit einem Minister, der mit einem Etat von knapp 1,1 Milliarden Euro das ganze Land aufs Heftigste durchgrünt. Und selbst bei unserem Koalitionspartner gibt es noch Reste von Fremdeln und Wertschätzung und Überschätzen. Aber wir nehmen das sportlich, und es wird ja auch weniger. Im grünen Geschichtsarchiv liegt schon Holger Börners Dachlatte, von unserer Ministerpräsidentin eigenhändig geschreddert. Ich weiß, dass auch viele in der SPD froh sein werden, wenn noch ein paar andere strukturkonservative Dinge weggefegt werden, die uns nicht mehr weiterhelfen auf dem Weg der ökologischen und sozialen Modernisierung, zum Beispiel Aversion gegen Bürgerinitiativen. Denn ich bin mir sicher, wir haben doch großen Abs. Wir haben doch alle großen Respekt vor dem ehrenamtlichen Engagement vieler Menschen in Vereinen, Verbänden und BIs. Sie vertreten berechtigte Interessen, die wir anhören müssen und die Planungsprozesse besser machen können. Es ist die Aufgabe von Verwaltung und Politik, die Menschen frühzeitig, offen und transparent in Planungsprozesse einzubinden. Es ist unser Job, mit guten Argumenten für Akzeptanz, Zustimmung und Rückhalt unserer Beschlüsse zu werben. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt viel Freude und viel Ehre für Johannes Remmel und sein Haus und faktisch einen Riesennutzen für die Menschen in diesem Land, für Umwelt und Natur und auch für die Wirtschaft. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Wasser und Hochwasser. Der Klimawandel und die vermehrten Extremwetterereignisse, Dürreperioden, Starkregen, trockengefallene Flüsse, Überflutungen sind Herausforderungen an das Wasserland Nordrhein-Westfalen. Wir müssen NRW extremwetterfest machen. Zum Schutz der Bevölkerung, zur Bewahrung von Natur und Umwelt und zum Nutzen von Wirtschaft und Industrie. Und deswegen unterstützt die Landesregierung die Kommunen und die Wasser- und Deichverbände seit Jahren und trägt einen hohen Anteil der Kosten beim Hochwasserschutz. Bis 2025 werden alle Hochwasserschutzanlagen am Rhein von Düsseldorf bis Emmerich modernisiert. Zugleich werden auch Deiche zurückverlegt, um Flüssen mehr Raum zu geben und Überschwemmungsflächen zu schaffen. NRW hat zudem mit Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie eine jährliche Förderung von 80 Millionen Euro aufgelegt. Und auch Renaturierung und jeden Euro, den wir für Klimaschutz ausgeben, ist echter vorbeugender Hochwasserschutz. Das sei all jenen ins Stammbuch geschrieben, die sagen, NRW betreibe zu viel Klimaschutz. Klimaschutz wächst bei uns von unten. Die Energiewende ist vor allem eine Bürgerenergiewende, getragen von Städten, Gemeinden, Landkreisen, Initiativen und Privatleuten, all jenen also, die auf die Herausforderung des globalen Klimawandels mit lokalen Mitteln antworten und so ihren Beitrag für die Bewältigung dieser Jahrhundertaufgabe leisten. Unser Job als Landespolitik ist es, diese Menschen zu unterstützen, zu beraten und mit diesem Landeshaushalt intensiv zu fördern. Nordrhein-Westfalen ist auch ländlicher Raum. Auf dem Land lebt rund ein Drittel der Bevölkerung Nordrhein-Westfalens. 75% der Landesfläche wird land- und forstwirtschaftlich genutzt. Damit sind wir nach Bayern und Niedersachsen der drittstärkste Agrarstandort in Deutschland mit einer bedeutenden Wirtschaftskraft im Grünen. Der ländliche Raum hat Zukunft, weil die Menschen auf dem Lande Herausforderungen annehmen und mit Tatkraft und Ideenreichtum an die Lösung herangehen. Und das ist auch nötig angesichts des demografischen Wandels, den Aufgaben bei der Gesundheitsvorsorge und beim Ausbau der digitalen Infrastruktur, um nur einige der großen Herausforderungen zu nennen, die wir mit diesem Haushalt bearbeiten. Und deswegen gehen auch 1 Milliarde der Fördermittel in den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Und weil Herr Lindner das eben nochmal angesprochen hat und falsch dargestellt hat, möchte ich es nochmal erklären. Die Fördermittel, die das Land mit eigenen originären Mitteln bereitstellt, das Fördersystem ist so ausgestaltet, dass 85% Förderquote dann, also 100% Förderquote dann kommen, wenn 85% der Mittel dafür eingesetzt werden, dass 50 Mbit bereitgestellt werden. Daraus abzuleiten, dass das Land weniger fördern will, ist doch absurd. Es ermöglicht den Kommunen, mehr ausbauen zu können als weniger. Und eins sei noch hinzugefügt.
Was wäre denn gewesen, wenn wir höhere Förderbedingungen an den Tag gelegt hätten? Dann wären doch die kommunalen Spitzenverbände auf die Zinne gestiegen und hätten gesagt, das sind doch schärfere Bedingungen, als uns der Bund auferlegt. Das ist so eine bigotte Argumentation, die von CDU und FDP hier heute gekommen sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben derzeit in Deutschland und in Europa ein Trauerspiel in Sachen Steuergerechtigkeit. Und ich war schon beeindruckt, welchen Anlauf Herr Lindner da genommen hat. Endlich hat die Europäische Kommission gegen das unlautere Steuerdumping verschiedenster Mitgliedstaaten durchgegriffen. Apple soll 13 Milliarden Euro an Steuern nachzahlen. Und es klingt wie ein schlechter Scherz, aber es ist Realität. Irland will dieses Geld gar nicht haben. Offensichtlich ist das Dumpinggeschäft zulasten der anderen Mitgliedstaaten so lukrativ, dass man dankend darauf verzichtet. Lieber asoziale Steueroase bleiben als solidarischer Partner in Europa. Das ist eine riesige Gefahr für die Europäische Union und Wasser auf die Mühlen von Populisten. Noch absurder ist da eigentlich nur noch der bayerische Finanzminister, der nichts Besseres im Sinn hat, als Steuervermeidung zu schützen und damit die europäische Solidarität zu unterlaufen. Das ist doch das Europa, das die Menschen nicht mehr verstehen. Wer Freizügigkeit will, muss sich an die Spielregeln halten, der muss auch solidarisch mit den anderen Staaten Europas sein. Doch damit nicht genug. In dieser Situation versucht die Große Koalition, einen offenkundig verfassungswidrigen Entwurf zur Erbschaftssteuer durch den Bundesrat zu peitschen. Monatelang hat Finanzminister Schäuble das Urteil des Verfassungsgerichts ignoriert, um dann dem Bundestag einen faulen Kompromiss vorzulegen, der fast alle Punkte enthalten hat, die das Gericht moniert hat. Erst das Votum des Bundesrats hat den Akteuren nun eine Nachdenkpause verholfen. Doch derselbe Söder, der schon bei Apple ein großes Herz für große Steuervermeidung zeigte, erklärt, dass kein Komma am Entwurf geändert werden soll. Hier zeigt sich einmal mehr, die Große Koalition ist groß, vor allem im Erzeugen von Politikverdrossenheit. Was wäre denn die Folge, wenn die GroKo einfach in dieser Selbstblockade verharren würde? Das Gericht könnte einerseits die Steuer teilweise oder gänzlich für nichtig erklären. Oder es kommt auf die Idee, eigene Maßstäbe aufzustellen, wozu Herr Kirchhoff durchaus in der Lage sein dürfte. Es kann also passieren, dass es bald gar kein Geld, Herr Kollege, das Verfahren liegt im Vermittlungsausschuss, das dürfte Ihnen doch bekannt sein, oder? Es kann also passieren, dass es bald gar kein Geld mehr für die Länder gibt. Dann fehlen aber die Möglichkeiten für Investitionen in Bildung, Kommunen, Integration und vieles mehr. Das ist das Risiko, das die CSU und die Große Koalition an dieser Stelle eingehen. Wenn das aber so ist, dann sollte die Kanzlerin und Bundesvorsitzende der CDU doch ihr Gerede von der Bildungsrepublik Deutschland einstellen. Es wäre jetzt Ihre Aufgabe, die Söders und Schäubles der Republik zur Ordnung zu rufen und hier endlich eine verfassungsgemäße Besteuerung zu ermöglichen. Sie kennen sich doch mit Vermittlungsverfahren aus, oder? Die Zeche, Herr Kollege, für das traurige Schauspiel zahlen letztlich wieder die Familie mit Kindern. Entweder bleiben wichtige Investitionen in die soziale Infrastruktur aus, oder sie werden demnächst wieder bei der Einkommensteuer draufzahlen. Es ist jetzt Zeit für mehr Steuergerechtigkeit. Es ist gut, dass unser Finanzminister hier in Nordrhein-Westfalen vorangeht und immer wieder Akzente setzt. Auch hier könnten CSU und CDU eine Menge von ihm lernen. Wir brauchen Geld für gelingende Integration und für Investitionen in die Zukunft unserer Kinder. Und die Bevölkerung ist bereit, genau diesen Weg zu gehen. Sie wollen mehr Ausgaben genau in diesen Bereichen. Und sie wollen eben kein Unionsmodell, was wieder nur die Besserverdienenden und die hohen Einkommen entlastet. Auch hier erweisen sich Teile der Unionsführung wieder als Anhänger einer hemmungslosen Impulspolitik. Statt kleine und mittlere Einkommen konsequent zu entlasten und Belastungen bei sehr Reichen durchzusetzen, wollen sie das Gegenteil. Sehr Vermögende werden gänzlich gestohlen, hohe Einkommen stärker entlastet und wichtige Zukunftsinvestitionen bleiben aus. Das ist schlicht unsozial und zukunftsfeindlich und es widerspricht auch dem Slogan der Kanzlerin, die was schaffen will. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen setzt deutlich andere Impulse als die GroKo in Berlin. Und das auch in den Formen des Umgangs. Bei der GroKo reicht die Regierungsdisziplin nicht einmal mehr, sich vor laufender Kammer nicht anzugiften. Sie streiten wie die Kesselflicker bis hin zum gefühlten Koalitionsbruch und regieren dann weiter, als wenn nichts passiert wäre. In der Psychologie nennt man sowas Double Bind. Wenn man sich hasst,
und sich gleichzeitig Liebe schwört. In dieser offenkundigen Gefühlsverwirrung liegt doch der zweite Knackpunkt für die Demokratiemüdigkeit in unserem Land. Die GroKo lässt die Bürgerinnen letztlich irre werden an ihrer Politik. Das ist das zweite große Konjunkturprogramm für die Populisten in unserem Land, neben der CSU. Auch dieser Wahrheit gilt es jetzt ins Auge zu sehen, bevor unser Wahlkampf richtig beginnt. Wenn ich das so klar anspreche, dann geht es mir ausdrücklich nicht um das Bashing der großen Parteien. Ich spreche von einer Verantwortung, die wir alle gemeinsam zu tragen haben, auch die kleineren Parteien. Lassen Sie uns in der Art unseres Wahlkampfs dafür sorgen, dass es zu keiner Verfestigung des Populismus in Deutschland kommt, denn sonst werden wir diese Geister so schnell nicht wieder los. Wir müssen lernen aus Fehlern, wie sie anderswo gemacht werden, denn wenn wir nicht aufpassen, rutschen wir in österreichische Verhältnisse hinein mit einem etablierten Rechtspopulismus und einem teilweise paralysierten politischen System. Lassen Sie uns deshalb im Wahlkampf den demokratischen Prozess hegen und pflegen, durch Rede und Gegenrede, durch klare politische Alternativen, ohne allerdings, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Feindschaft zu verfallen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Haushaltsentwurf ist auch dafür eine sehr gute Grundlage. Wir werden uns bemühen, ihn noch besser zu machen. Ich freue mich auf die Haushaltsberatung und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr